KGB bezahlt wurde und noch wird, in seine Memoiren zu sagen. Viele werden sich vielleicht gar nicht mehr an ihn erinnern, an Heinz Felfe, der einen der größten Spionageskandale in der Bundesrepublik ausgelöst hat. Deshalb zunächst eine Rückblende. Der Maulwurf scheut das Licht der Öffentlichkeit. Heinz Felfe, 1961 vom Bundesnachrichtendienst als sowjetischer Spitzenspion entlarvt. 1963 verurteilt ihn der Bundesgerichtshof zu 15 Jahren Zuchthaus. Mehr als 10 Jahre verriet Felfe brisante Staatsgeheimnisse aus dem Zentrum der deutschen Spionageabwehr an die Sowjets. Der Aufstieg des Spitzenspions, der schon im Dritten Reich Mitarbeiter im Reichssicherheitshauptamt der SS war. 1951 begann Felfe als Nachrichtenmann im Stab von General Gehlen in Pullach bei München. Als daraus 1956 der Bundesnachrichtendienst wird, ist Felfes Karriere programmiert. Bald wird der Meisterspion Leiter der Abteilung Gegenspionage, Fachbereich Sowjetunion. Seine Informationen ließ sich Felfe von den Sowjets stattlich bezahlen. 200.000 Mark für Akten, Fotos und Tonbänder. 1969, nach knapp der Hälfte seiner Haft, wird Felfe ausgetauscht. Der Ostspion kommt in die DDR und wird dort Professor für Kriminalistik. Danach wurde es dann ruhig um ihn, bis gestern Abend, als er wieder im Scheinwerferlicht stand, um seine Memoiren vorzustellen. Einer, der dieses Buch schon gelesen hat und gleichzeitig mit der gesamten Materie vertraut ist, ist Dr. Richard Meyer, ehemaliger Abteilungsleiter beim Bundesnachrichtendienst, damals in den Jahren 70 bis 77 zuständig für die Abteilung Informationsaustausch durch menschliche Quellen und später dann Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Meyer, in unserem Düsseldorfer Studio. Sie haben eben auch mitgesehen, Sie haben vor allem die Pressekonferenz gestern Abend verfolgt und Sie haben, wie schon gesagt, das Buch gelesen. Ihr erster Eindruck über dieses Buch? Das Buch ist uninteressant. Das hat mich sehr überrascht, denn wir haben bei solchen Memoiren entweder für die Person des Betroffenen etwas zu erwarten oder von der Person über seine eigene Schilderung etwas zu erwarten oder interessante Fälle könnten wir erwarten. Wir vermissen beides in diesem Buch. Es ist eine langweilige Erläuterung seiner Tätigkeit vom Beginn einer gewissen Widerstandstätigkeit im Dritten Reich bis zu dem Entschluss, sich dann dem KGB frühzeitig nach dem Krieg zuzuwenden. Sie haben also nichts Neues entdeckt, keine Enthüllungen, die vielleicht gefährlich oder im Nachhinein noch schädlich sein könnte für die Arbeit der Geheimdienste oder gar für die Sicherheit der Bundesrepublik? Nein, nicht im geringsten besteht eine solche Befürchtung. Nun ist es aber doch sehr ungewöhnlich, dass der sowjetische Geheimdienst diesem Mann, Heinz Felfe, erlaubt hat, seine Memoiren zu veröffentlichen. Das ist ja nun nicht üblich, dass ein ehemaliger Spion über seine Amtszeit, wenn man so will, öffentlich berichten darf. Ja, ich denke, Nachrichtendienste müssen mit allem Möglichen rechnen und vielleicht wollen sie einen späten Ehrgeiz befriedigen. Er ist ja damals sehr unauffällig verschwunden und findet vielleicht es jetzt für sehr wichtig, dass er nochmal in einer sozusagen historischen Form in Erscheinung tritt. Das halte ich für ein denkbares Motiv. Viele Journalisten, die Pressekonferenz gestern verfolgt haben, auch die Art, wie sie aufgezogen wurde, auch die Tatsache, dass so eine Pressekonferenz überhaupt in Ost-Berlin starten konnte, obwohl das Buch für den Westen gedacht ist. Also viele dieser Kollegen haben gemeint, da steckt eine Absicht des sowjetischen Geheimdienstes dahinter. Man munkelte sogar davon, dass der KGB, das KGB, damit eine Art Nachwuchswerbung betreiben wolle. Ja, also das finde ich völlig abwegig. Ich glaube nicht, dass an so etwas gedacht wurde. Es wäre zum Beispiel denkbar gewesen, dass man den Bundesnachrichtendienst mit Hilfe einer Präsentation Felfes heruntermacht, indem man seine Schwächen schildert. Aber nicht einmal das hat Felfe versucht. Das ist eine langweilige Form von Schilderung, von Memoirenschilderung, die niemand anziehen kann und schon gar nicht geeignet wäre, etwa für eine Nachwuchswerbung. Aber die Tatsache, die ja auch Herr Felfe betonte in der Pressekonferenz, dass er heute eigentlich als gut lebender Pensionär vom KGB bezahlt in der DDR sein kann, leben kann, das könnte ja auch bedeuten, dass das Dasein eines Spions, eines Agenten eigentlich recht gemütlich ist, dass man da sein sicheres Auskommen hat, wenn man nur brav seine Arbeit verrichtet und dann am Schluss sogar noch in
Ruhe und Würde und gut bezahlt altern kann. Das ist ja auch so eine Art Werbung für den Nachwuchs, wenn ich mir nur vorstelle, wie viele gar nicht wissen, wie ihr Beruf später mal aussehen wird. Ja, ich meine, dass er natürlich eine beruhigte Lebensform zeigt, um nicht zu sagen langweilig, so wie er immer war, das will ich nicht bestreiten, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Eindruck macht. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass diese Memoiren Felfes auch im Osten erscheinen? Also wir haben erfahren, dass der Hamburger Verlag die Rechte nur für die Bundesrepublik und für andere westliche Länder bekommen hat und dass Felfe selbst die Rechte für die östlichen Länder noch behalten will. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass der KGB überhaupt interessiert ist, dieses Buch dort zu veröffentlichen im Osten? Könnte ich mir vorstellen. Ich hatte auch am Anfang, als die Geschichte aufkam, gehört, dass er auch in Ostberlin erscheinen wird, dass das Buch auch in Ostberlin erscheinen wird. Aber ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber es bestünden keine Bedenken, dass dieses Buch auch im Bereich des Warschauer Paktes erscheint. Nun, noch etwas anderes, was sicher nicht nur uns, sondern auch viele Zuschauer Unbehagen verursacht hat. Man hörte diesen Mann so locker reden über sein Leben als Doppelagent. Das Buch erscheint, wie gesagt, im Westen. Es wird 39,80 Mark kosten. 10% davon gehen, wenn man dieses Buch kauft, im Grunde genommen an einen Kriminellen, der als Landesverräter im Osten lebt. Ja, es hat eine marktwirtschaftliche Erscheinung, die sie nicht verhindern können. Er hat dieses Manuskript angeboten einem westdeutschen Verlag und der hat es genommen. Und für Sie erheben sich da gar keine moralischen Bedenken? Ja, moralische Bedenken vielleicht insofern, als er nun im Westen, gegen den er nun jahrelang gearbeitet hat, auch noch Geld mit der Schilderung seines Verrats verdient. Aber ich würde mich dazu nicht gerne weiter auslassen. Und noch eine letzte Frage. Felfe hatte ja betont, dass er einen Pass der Bundesrepublik Deutschland besitze, der jederzeit verlängert werden müsse. Ist das nach Ihrer Ansicht so? Ja, das kann ich im Moment nicht exakt beantworten. Aber als Angehöriger der DDR ist er auch deutscher, bundesdeutscher Staatsbürger. Insofern steckt Wahrheit in dieser Bemerkung. Aber die Verlängerung des Passes ist nicht unbedingt garantiert. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Herr Dr. Meyer, wir danken Ihnen sehr, dass Sie zu uns ins Düsseldorfer Studio gekommen sind. Vielen Dank. Nun zu einem ganz anderen Thema, verehrte Zuschauer. Vorgestern berichteten wir über Hans Holzwig, der erst ein Kunstherz, dann ein Spenderherz eingesetzt bekam von Professor Bücherl vom Universitätsklinikum in Berlin. Heute Vormittag kam die Meldung, dass Hans Holzwig gestorben ist. Und heute Nachmittag gab Professor Bücherl dazu eine Pressekonferenz. Das Klinikum Westend in Berlin-Charlottenburg heute Nachmittag. Was hier letzten Freitag als chirurgische Sensation begann, endete in der Nacht zum Donnerstag auf tragische Weise. Der außergewöhnliche Eingriff an einem Menschen lieferte den Zeitungen täglich Schlagzeilen und löste einen gewaltigen Presserummel aus. Professor Bücherl heute zur Todesursache. Die Diagnose war Kammerflimmer mit Herzstillstand und nachdem wir alles versucht haben zu reanimieren und gesehen haben, dass das Herz nicht wiederkommt, haben wir aufgehört. Ob das von Professor Bücherl entwickelte Kunstherz technisch bereits so ausgereift war, dass man die Implantation wagen konnte, ob der Zeitpunkt der Übertragung des menschlichen Spenderherzens zu früh gewählt war, waren Fragen, die an Professor Bücherl gestellt wurden. Ich bin heute eigentlich nicht so traurig wie damals. Deswegen, weil ich zum einen sagen kann, ich würde es in gleicher Weise ein zweites Mal machen und trage die Verantwortung ganz bewusst, weil ich im Inneren überzeugt bin, dass wir das, was wir getan haben, voll verantworten können. Wir haben genügend Vorleistungen in der Experimentphase, wo man eben sagen kann, man gewinnt am kranken Menschen, weil man experimentell nicht mehr gewinnen kann. Der Versuch, das Leben eines Menschen mithilfe eines Kunstherzens zu verlängern, war in medizinischen Kreisen nicht unumstritten. Es war die letzte Chance für den Patienten, aber vor allem wurde es hier in Berlin als Chance für die Wissenschaft genutzt.
agora. Olha a bola com o doutor. Doutor entregou para Miller. Miller para Sócrates. Sócrates agora para Edson. Edson pela ponta direita, ao lado da área. Vai cruzar. Prepara-se. Cruzou. Atenção para Careca. Salva Erga. Edson faz justo ali de fundo. Ameaçou o cruzamento. Atenção. Bateu mal pro gol. Edson. Bola bateu no zagueiro. Pra sorte. 80 Hörfunk und 40 Fernsehreporter übertrugen das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Brasilien gestern Abend von Frankfurt aus in ihre südamerikanische Heimat. Ob mit oder ohne Handschuhen, in den Kabinen ging es heiß her. Paraná no seu rádio. Falando do Wall Stadium in Frankfurt, Alemanha Ocidental 1, Brasil 0. Prepara-se para movimentar a bola, Briegel. 1:0 für Deutschland, Torschütze Briegel, meldete Radio Gautscher schon nach 2 Minuten. Lothar Matthäus hatte diese Ecke direkt auf den Kopf von Hans-Peter Briegel gezirkelt und der Pfälzer in Diensten von Hellas Verona köpfte ein. Dazu später Briegel. Speziell zu dem Tor muss ich sagen, das haben wir gestern geübt im Training. Ja. Ja, wir üben immer Eckballvarianten und Freistoßvarianten. Hat also überhaupt nichts geklappt gestern. Ne? Wir haben also überhaupt nichts reingebracht und heute hat es beim ersten Eckball schon geklappt. Also. Wenn die Generalprobe schief geht, dann ist die Premiere ganz gut. Zurück zu den 120 brasilianischen Reportern und speziell zum Star von Radio Itatiaia, zu Willi Fritz Gonzer. Itatiaia de Belo Horizonte, no Rádio Tamboio do Rio de Janeiro, Rádio União de Blumenau, Rádio Vanguarda de Patinga, Rádio Clube de Campo Belo, Rádio Visão de Uberlândia, Campos Difusora, Rádio Ouro Preto, Rádio Pirapora. 1-0 para a Alemanha, vai para o ataque o time germânico, para dominada por Karl-Heinz Rummenigge. Ele domina pela meia esquerda, vira pela direita para o lateral Breme. Breme correu muito no apoio, evoluiu pela linha de fundo, alcançou, cruzou para a boca do gol. Chega Dida cortando pela defesa brasileira. Domina Dida, Dida para si, decide devolvendo pelo lado esquerdo para Paulo Roberto Falcão. Está caído pelo meio de campo. Rummenigge, atendido pelo jogador Sócrates, para dominada pela defesa brasileira, os brasileiros seguem no lance, Edson põe a bola para fora para que Rummenigge seja atendido, e o gesto do lateral direito brasileiro é compreendido e aplaudido pela torcida alemã. Roberto! Herr Gonzer, warum haben Sie diesen deutschen Vornamen Willi Fritz? Jawohl, mein Name ist Willi Fritz Gonzer, meine Familie Gonzer ist von Ebingen bei Stuttgart, ja. Und Ihr Vater ist dort geboren? Nein, ja, geboren in Ebingen. Ja. Aber er ist tot heute. Heute ist er tot. Aber Sie... Sie sprechen über ein gut Deutsch. Nein, ich verstehe Sie sehr gut. Und Sie haben ja eine sehr gute Kondition. Sie sprechen sehr schnell und sehr viel. Ah ja, danke, danke. Vielen Dank. Zweite Halbzeit. Brasiliens größte Möglichkeit in der 63. Minute. Die Schlussphase, immer noch 1:0 für Deutschland, wie Radiosprecher Renato Rivellino nicht ohne Resignation in der Stimme feststellt. Alemanha 1, Briegel, Camisa 3, Brasil 0. Noch 2 Minuten. Abspielfehler von Falcao, Olaf Thon mit schönem Pass in den Lauf von Klaus Allofs und 2:0. Das Stimmengewirr in den Kabinen kaum mehr auseinanderzuhalten. Nur Willi Fritz Gonzer übertönt alle. Die Fans waren trotz der Niederlage nicht aus dem Rhythmus zu bringen. Für sie ist brasilianischer Fußball eben immer ein Fest. Genau wie für die südamerikanischen Fußballreporter. Ja, und wie werden diese Reporter erst zuschlagen, wenn Brasilien vielleicht Weltmeister würde? Ja, und wenn die Brasilianer Weltmeister würden, würde jeder Spieler $100.000 erhalten. Diese Rekordprämie wurde den Spielern zugesagt, nachdem sie sich vorher mit der Hälfte nur, nämlich 100.000 Mark, $50.000 nicht einverstanden erklärt hatten. Alpiner Skisport, die Fahrer Nummer 1 des Deutschen Skiverbandes in diesem Winter, Trautl Hecher, ist nun zum Pechvogel Nummer 1 der Saison geworden. Ein schwerer Sturz mit doppeltem Bänderriss und Meniskusverletzung beim Abfahrtstraining in Vail, Kalifornien, beendete Trautl Hechers Saison und zerstörte ihre großen Chancen, den Weltpokal im Slalom zu gewinnen. Eishockey, Präsident und Geschäftsführerin des Bundesliga-4. ECD Iserlohn sind vorläufig festgenommen worden. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hatten bereits gestern 72 Beamte bei Vorstand und Spielern Hausdurchsuchungen vorgenommen. Und nun fast im Stil der brasilianischen Reporter die Gewinnquoten vom Mittwochslotto, Gewinnklasse 1, 613.987. ungewöhnlichem Inhalt zugestellt bekommen. Es war eine Mumie frei Haus. Also wenn einem so eine Mumie auf dem Schreibtisch gegenüber hockt, da kann man schon ins Grübeln kommen oder daraus eine richtig große Aufmacherstory machen. Und das lag dann wohl auch näher. Der
Tote König, der per Post kam. Diese Schlagzeile, die heute die Titelseite einer großen Illustrierten ziert, klingt sensationell. Tatsächlich kam vor 2 Wochen per Post eine Leiche in die Redaktion der bunten Illustrierten. Eine Mumie, ordentlich verpackt. Der Staatsanwalt beschlagnahmte die Mumie, weil man ein Verbrechen vermutete. Eine rechtsmedizinische Untersuchung wurde angeordnet. Im Sinne einer mumifizierten menschlichen Leiche. Die Leiche ist in typischer Hockerstellung, wie sie in manchen Kulturkreisen, speziell im südamerikanischen Kulturkreis, zur Leichenbestattung über Zeiten bevorzugt wurde. Weitere Fragestellungen, die die Staatsanwaltschaft interessieren könnten, sind das Liegealter der Leiche, also die Liegezeit, weil die Staatsanwaltschaft sich ja mit Fragen der Verjährung zu befassen hat, falls man hier irgendwelche Spuren einer Gewalteinwirkung feststellen sollte. Spuren eines Verbrechens konnten nicht festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um eine 1000 Jahre alte, mumifizierte männliche Leiche handelt. Reste eines Kolibri-Federkleides deuten auf einen Herrscher hin. Der Mann, der diesen Wirbel ausgelöst hat, ist Ernst Eugen Stiewritz. Für uns erzählt er noch einmal die Geschichte nach, wie er im letzten Jahr mit dem Flugzeug aus Lima mit seiner seltsamen Fracht nach München kam. Ja gut, ich bin unwissend durch die ganzen Kontrollen gekommen, weil mir Hochlandindianer aus Peru die Mumie heimlich in den Seesack getan haben. Und bin jetzt praktisch im letzten Jahr im August hier in München angekommen. Ähnlich so, wie ich jetzt vor Ihnen stehe. Warum hat er diesen merkwürdigen Weg gewählt? Ja, es gab für mich also 3 wesentliche Punkte, die da eine wesentliche Rolle spielen und auch noch spielen. Das ist A, einmal, ich wollte mich auf eine saubere Art von dieser Mumie trennen, über öffentliche Organe, dass mir keine Schwierigkeiten entstehen durch irgendwelche Schmuggeln, weil ich weiß ja, dass sowas verboten sein muss. Zum anderen möchte ich mit dem Bericht in einer Tageszeitung oder in einer großen Illustrierten, so wie es jetzt in der Bunte erscheint oder erschienen ist, das Honorar verwenden, um den Einheimischen dort drüben, ganz speziell den Freund dort zu helfen, sich ein neues Haus zu bauen. Die Geschichte des toten Königs, der per Post kam, ist demnach kein makabrer Scherz. Eugen Stiewritz, ein Bergsteiger, der das Abenteuer suchte und dabei in Südamerika auf ein Beispiel erschütternder Armut stieß, wollte auf das Schicksal eines kleinen Volkes aufmerksam machen. Mittlerweile wird die Herausgabe der Mumie von der peruanischen Botschaft in Bonn gefordert. Man befürchtet eine Verärgerung und Schwierigkeiten in dem Verhältnis zu Peru, wenn die Leiche in unserem Land bleibt. Geplant ist, wenn in Peru publiziert wird, dass diese Mumie in Deutschland ist, dann bricht dort und in ganz Südamerika ein Sturm der Entrüstung los. Einfach aus der Situation heraus, die hier auch schon weitgehend angesprochen wurde, das ist der Stolz. Alle wissen zwar, dass es verkauft wird, aber keiner will eigentlich, dass es verkauft wird. Herr Stiewritz, ich darf Ihnen hier... Die 5000 Mark, die Eugen Stiewritz für die Story bekam, sind, wie er noch einmal betont, für ein Steinhaus gedacht, das das Leben einer armen Indio-Familie erleichtern soll. Wichtiger erscheint, dass uns die Mumie, die eigentlich zu Unrecht bei uns ist, daran erinnert, wie erbärmlich die Erben einer ehemals hochstehenden und reichen Kultur heute leben. Ein anderes Fazit ziehe ich auch noch aus diesem Film. In Zukunft werde ich die Pakete, die ich mit der Post kriege, ganz, ganz vorsichtig aufmachen. Ungewöhnlich wie die Ereignisse, über die wir heute in der Teleillustrierten schon berichtet haben, ist auch die Musik, mit der wir Sie aus der Teleillustrierten dann entlassen wollen. Eine neue Gruppe hat sich formiert, 4 Musiker, eine Sängerin. Eine Gruppe, die sich vorgenommen hat, nicht wie die grauen Mäuse durch das Land zu laufen, sondern wach zu bleiben, kritisch und dennoch die Träume und Gefühle nicht zu verbergen. Wovon sie träumen, was sie fühlen, was sie kritisieren, davon kriegen wir einen kleinen Vorgeschmack. Bei uns heute zu Gast in der Teleillustrierten die Gruppe Aquamarine mit einem Titel aus ihrer neuen LP, Autobahn 210. Raketenstart!
aber nämlich heute ausnahmsweise in einem anderen Studio sind. Nebenan wird für die Nacht des Kometen unheimlich viel gemacht. Aquamarin, dieser Name, den ihr euch gegeben habt, ja. Worauf ist der zurückzuführen? Ich stelle mir da ganz was Cooles, was Geschliffenes, was Durchsichtiges vor, aber ihr fetzt ja hier los, dass das Studio fast aus den Fugen bricht. Na, Aquamarin kam eigentlich daher, dass das die Geschichte war von mir, und zwar, ich hatte früher so eine Vorliebe für Steine, für blaue Steine. Ja. Und da wir ja eigentlich auch verhältnismäßig klare Musik machen, haben wir uns gedacht, da der Aquamarin auch klar ist, nehmen wir den Namen. Und er passt auch sehr gut. Und sind Sie auch sonst die Chefin in der Gruppe? Nee, wir teilen das untereinander auf. Also es ist alles gleichberechtigt hier. Nun habe ich ja in der Ankündigung gesagt, und so verkauft ihr euch ja auch, dass ihr wach bleiben wollt, dass ihr euch nicht mit allem so abfinden wollt, weder was auf der Musikszene passiert, noch sonst im Leben. Ja. Was sind denn so die Punkte, die euch angesprungen sind, über die ihr Musik machen wollt, über die ihr was schreiben wollt? Na, wir haben also oft Beziehungssituationen auch beschrieben, weil, also ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass also so Probleme, die in der Umwelt auch stattfinden, auch oft auf Beziehungen zurückzuführen sind. Auf das Leben zwischen den Menschen. Ja, zwischenmenschliche Beziehungen auch oft irgendwelche Reaktionen hervorrufen, die sich ja in der Umwelt zeigen oder die sich dann auch in der Gesellschaft an sich zeigen. Also Autobahn 210 war da schon mal so voll im Thema drin. Ja, da waren wir dann schon. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ihr habt ja auf Anhieb gleich eine LP produzieren können, was ganz, ganz selten ist in der Plattenbranche. Ne? Ich hoffe euch, dass ihr auch damit richtig durchstarten könnt. Ne? Ich verabschiede mich von euch, möchte mich auch von unseren Zuschauern verabschieden. Das war die Teleillustrierte von heute, Donnerstag, dem 13. März. Auf Wiedersehen.